Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Schwarz Wasser Challenge mit mir, dem Terminus. Und seinen ganzen drei Pokémon, obwohl er noch vier hat. Theoretisch. Also theoretisch. Boah. Egal, wir trainieren ein bisschen weiter, aber ich würde gern Puzifer. Puzifer macht das selber. Ich würde gern Lady Donkey und Puzifer trainieren für die nächste Arena. Die auch gar nicht so leicht wird. Und mit und Blade kann halt da gar nichts anfangen in der Arena. Gar nichts gibt's. Und deswegen brauche ich die anderen beiden süßen Fratzis. So weiter, Skoch, Mann. Lieber nicht Blade trainieren, weißt du, das kann ja blöd werden, ey. Dann gehen wir eben raus in Blade. Das war schön. Schön war das. Du hast nur. Ja, gut, du hast nichts. Du hast nichts, also machst nichts. Los geht's. Stein-Pokémon kriegen ja die Special Defense Boost, was heißt, jetzt kann ich auch gerade auf die Kaltklinge gehen. Fick dich. Das gefällt mir schon nicht. Also das gefällt mir schon gar nicht so gut. Ja. Geht doch so ein bisschen leiser. Meine empfindlichen Öhrchen. Ja, ich habe eine Robustheit, Mama. Ist das nicht toll? Au. Ja. Ach ja, ich habe jetzt die Aquawelle. Die auch prompt daneben geht. Hui! Hui! Ja! Alter. Pass auf, was ich jetzt mache. Passen Sie auf, was ich jetzt machen tun werde. Passen Sie auf, mein Freund. Ja. Miau. Das ist okay, Hauptsache meine Genauigkeit verpisst sie nicht. Weil ich hau dir jetzt in die Fresse. Matsch. So. Nix gibt's. Nicht mit mir! Ja? Ja, dann schon. Fucking Praktikbalk. Kann das irgendwas gegen Lady Donkey? Nee, ich komm nicht gegen Blade, ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Mit Lady Donkey triff ich nur wieder nicht und das macht mich dann traurig. Du, dip, 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 dip. Aquawelle. Plop. Das ist ja schön. Guck mal, wie schön. Und ich küss. Nice. Wow, nice. Okay. Drrr, sonst mache ich Stopp, mache nicht gut. Ja, halt die Schnauze. Also noch mehr. Bitch. Ich bin ein Arbeiter und ich bin ziemlich dämlich. Hoffe ich jedenfalls, weil der irgendwie seinen Pokémon gut einsetzt. Okay, das geht auch, das geht voll klar. Step Feuerschlag macht dich doch kaputt hier. Rabumpampalu. Ich sollte vielleicht nicht mein halb totes Blade wechseln. Da Lady Donkey macht das. Souverän hier. Alles klar. Yay! Okay, nice. Ich will das haben. Wie komme ich da hin? Hallo? Muss ich da ganz unten rum? Nein. Was hier? Gibt's hier noch gratis Stuff? Das ist okay. Warte mal. Kann Lady Donkey fucking Schaufler lernen? Oh, hey. Was hat's überhaupt? Okay. Ja, einsetzen. Mhm, ja, mhm. Nice. Blade auch! Schaufler ist saugeil für die nächste Arena. Und ich meine, den Tackle brauche ich nicht. Was behältest du? Kopfnuss oder Fassade ist eigentlich geiler. Kopfnuss kann flinchen. Aber Fassade ist halt saugeil, wenn ich mal wieder mal paralysiert bin oder vergiftet. Und Lady Donkey zieht Statuseffekte echt förmlich an. Also glaube ich fast, ich lasse die Fassade und nehme die Kopfnuss weg. Ja, ich glaube, so spiele ich das Spiel. Nachher bin ich voll sauer, wenn ich irgendwas nicht flinchen kann, weil ich nur Fassade habe. 100 Pro. Darüber werde ich mich noch aufregen. Oh ja. Egal. Du kriegst auch. Dass du hier
Rutenschlag. Weiß ich, Rutenschlag kann uns noch was bringen. Tackle hingegen nicht unbedingt. Klar, wenn jetzt ein Swanorest kommt, was Aqua, Water Absorb hat, weiß ich, weder mit Schaufler noch mit Wasserhacken treffen kann, mich im Arsch. Aber das war's so. Ich mag Schaufler. Schaufler ist doch auch so stark wie Erdbeben. Bloß, dass den Nachteil hat, dass Erdbeben gegen Schaufler sehr gut ist und das halt zwei Runden braucht. Aber im Singleplayer, in der Story, ist Schaufler super geil. Guck, ich zeig's euch gleich. Ja, ich setz jetzt erstmal Schaufler ein. Krieg ich eigentlich Sandsturmschaden unter der Erde? Ich kann mal gucken. Ja, auf Wiedersehen. Hui! Oh! Oh ne, unter der Erde kriege ich keinen Sandsturmschaden, das ist schön, weil ist ja auch richtig. Nice! Gefällt mir super gut, weil jetzt kann mein Lady Donkey auch super geil Feuer-Pokémon auseinandernehmen. Die können Lady Donkey nichts tun, aber Lady Donkey macht den ganz arg doll. Da! Kleine Fassade würde jetzt auch wehtun, aber wenn jetzt ein stärkeres Feuer-Pokémon kommt, keine Ahnung, später ein Skelabra oder so, die mache ich halt einfach weg. So, guck, tschüss. War schön. Oh Gott, das gefällt mir sehr gut. Zum Glück bin ich in dieses dämliche Haus gegangen und tschüss. Ich war weg. Was ist passiert? Oh Gott, das gefällt mir. Zwar hat die Arenaleiterin ein Emolga. Das heißt Erdbeben away. Schaufler away ist nicht möglich. Heil mich! Aber das kriege ich auch noch kaputt. Das Emolga kann ich ja dann auseinandernehmen mit Peter. Puzifer. Boah, das war fast richtig. Puzifer macht das schon. Warte, wie komme ich da jetzt hin? Ich will da noch hin. Puzifer macht dann das Emolga mit Mogelieb und Verfolgung. Emolga hält doch nie so viel aus. Fucking Emolga. Kann mich da hoch. Und dann ist cool. Weiß nicht, was ich sagen soll. Es hat noch ein Zebritz. Also es, das Arena-Leiter-Ding. Hat noch ein Zebritz, aber ich glaube, Lady Donkey kann es übernehmen. Eine Elektroattacke könnte es hoffentlich tanken und Zebritz kann dumm hier Hitzekoller. Wobei, kannst das nur über TM? Ich weiß nicht. Das man spielt es gerne mit Feuer, habe ich auf jeden Fall in Erinnerung, aber ob es das in der Arena auch kann? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Hier sieht es nach etwas aus. Was ist hier? Ich will jetzt nicht. Ja, geil. Wollte gerade sagen, ich will jetzt nicht den scheiß Item Thunder, was auch immer, rausholen. Muss ich aber auch nicht, hey. Ja, du trägst komische Sonnensturmkleidung. Ja. La 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 la. God damn it! Hallo! Putz! Ja, egal. Das wird auf eine Wasserattacke gehen, darum gehe ich in Blade und Blade kann Schaufler. Was ja auch total okay ist. Boah, Mann, Schallquad wäre auch geil gewesen für die nächste Arena, weil das entwickelt sich ja zum Boden-Pokémon. Zu einem hässlicheren Sumpex, muss man sagen. Da kommt der Blubstrahl, wie erwartet. Oh nee, das tat uns aber weh, ey, oh. Na, 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 na. Auf Wiedersehen. War schön. Erdbeben. So. Nix gibt's. Das gefällt mir sehr gut. Schaufler gefällt mir sehr gut. Zwar sehe ich Swatronen und vor allem die Weiterentwicklung nicht als Pokémon, was sich in die Erde gräbt. Aber überhaupt nicht. Aber hey. Aber hey. Tschüss, bin wieder weg. Die armen Schallquab in der Wüste, ey. Das ist auch traurig. Düdüm, 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 düdüm. Ram, bam, bam, bam. Dü, 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 dü. Ba, ba, ba. Oh, vorbei. Was hat ich gerade gesagt? Tschüss. Du kämpfst auch wieder. Mein Leben ist Dynamik pur. Kämpfen tue ich super stur. Gewinnen tue ich fast nie. Verrecken tut mein Pokéfie.
Ich will eigentlich wechseln, weil ich Angst habe vor einer Dingattacke. Ich habe Angst vor der Steiger, allerdings. Dann setzt das wieder sein fucking Sandwirbel ein oder so. Ich verpiss mich aber. Hier, damit tue ich dir sehr weh, du wirst kein Erdbeben haben. Da, Kopfnuss, hat nicht mal eine Steinattacke. Geht's klar. Das bringt dich auf dein Sturdy runter. Ich hasse diese Fähigkeit so sehr. Es hat eine Steinattacke, für die es einfach nicht gegangen ist. Jetzt habe ich Angst, dass ich mit Fassade nicht treffe. Es hat einfach den Felswurf. Oh Gott, ich weiß nicht, ob es mich mit 5 Hits ausknocken hätte können. Aber es kann ja immer einen Crit kriegen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war nicht lustig. Zack, weg, kack, Viech, ekelhaft. Ugh. Alter. Nicht okay. Ein Fuck dich Balk. Alter, okay, Stein-Pokémon. Man kann Steinattacken. Wieso bin ich auch so dämlich? Das habe ich 100 Pro schon gesehen im LP. Das habe ich 100 Pro schon gesehen und ich. Und dann vertraue ich auch noch darauf. Ja, okay, ich war schon im Schaufel. Ich hätte nichts mehr machen können. Aber es. Nope. Kill es bitte auf. Oh, ja, danke. Danke, zum Glück hat das Viech keine gute Verteidigung. Nein! Sehe ich nicht so. Los, Blade. Sehe ich nicht so. Hallo, mein Name ist Blade. Fiaraslav. Ich mache eine Aquawelle und dann wahrscheinlich noch mal eine Aquawelle und ich hoffe einfach, die trifft. Ach ja. Komm, das hat die genau gleiche Genauigkeit wie meine geile Aquaknarre davor. Felswurf, das kriege ich. Das ist ein schönes Geräusch. Oh ja. Ich hasse diese Fünffach-Attacken, weil ich habe Albträume in Showdown von Skill Link heißt die Fähigkeit, oder? Werte Link auf Deutsch. Nee, das mag ich nicht. Habe Albträume. Außerdem ist Austausch eins meiner besten Uber-Slayer mit dem Werte Link. Zwar hat das jetzt kein Werte Link gehabt, schon klar, aber ich habe trotzdem Angst vor diesen Fünffach-Attacken, ey. Ich sollte mich heilen. Aber ich bin geizig, es fuck. Wie komme ich da hin? Will ich mich verarschen? Okay. Ich will nicht mehr weiter kämpfen. Lass mich in Ruhe. Kann ich da hoch? Cool. Nee. Hallo. Du willst kämpfen? Ja gut. Bitte hab keine Kiesling mehr. Mag das nicht. Der Arbeiter bemerkt mit Muskeln. Gleich pustest du dich weg. Ich glaube, Muskeln sagen nichts darüber aus, wie du mit deinem Pokémon kämpfst. Ja, okay. Falls du ein Kampf-Pokémon hast, dann dessen. Okay. Aber deine nicht. Bullshit-Talk ist das. Okay, nach dem Kampf heile ich mich. Ja, das geht nicht mehr. Es setzt Geduld ein, das aber okay, weil entweder treffe ich und das K.O. oder ich treffe nicht und seine Geduld ist wie ein Arsch. Da. Nichts gibt's. Tschüss. Ich hätte danach auch Schaufler einsetzen können, da hätte es mich nicht erwischt. Wobei ich nicht weiß, ob Schaufler schon die Prio hat. Geduld schon die Prio hat zu der Zeit. Hier, komm. Ich krieg gerade so viel Geld, da kann ich auch einmal hier. Einmal hier. Ah ja, in der schwarzen Edition ist das ja vereinfacht. Oh, wunderschön. 20 KP für jeden. Ah, guck mal, hier bin ich. Folterknecht. Folterknecht für mein Puzifer. Allerdings, was kann Puze vor? Mogel will ich behalten. Clownwetzer will ich behalten. Folgen will ich behalten. Und Zerschneider kann ich nicht loswerden. Nein, bist du putzig! Gegen dich kann ich aber nichts machen. Also, ja, doch, klar, ich kann nicht hauen. Wie jedes fucking andere Pokémon auch. Okay. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich dich hauen will. Ich habe zwar Übereifer, aber ich will nicht. Ich will nicht, ich habe Angst, weil. Bodentyp! Seien wir doch mal schlau. Ausnahmsweise seien wir mal eine schlaue Person, bitte. Da kommt die Gewissheit. Hätte ich Stab. Hätte mir jetzt nicht zu viel getan, aber... Ich kann immer missen mit meinem Feuerschlag. Und da sollte ich mich nicht in Gefahr begeben. Feuerschlag ist so eine Attacke, da muss ich mir sicher sein, dass ich überlebe, wenn sie nicht trifft. Oder ich bin in einer Scheißsituation und habe verkackt.
Passieren auch! Nein, hier will ich nicht hin. Ich habe die Wüste, glaube ich, nie wirklich erkundet. Außer später, wo man dann halt weiter muss, seht ihr im EP. Hallo! Wie geht es dir? Ich mag Übereifer grundsätzlich nicht, weil ich mag meine Genauigkeit. Ich habe Fassade gekriegt. Okay. Weil ich mag eigentlich meine Genauigkeit schon sehr gerne. Und dann ist die weg. Das ist doof. Yay. Ach ja. Ich bin grundsätzlich überhaupt nicht weitergekommen. Kann das? Ich glaube, das kann. Ich will nicht mit Putzen verlieren, weil... Ach, hier kann ich rein. Sack halt, ey. Erstmal daran vorbeilaufen. Hallo. Glaube ich, es kann die Lebensschelle oder so. Das würde mir nicht gefallen. Ach, Bedroher, Bullshit. Egal, ich bin... Komm, Übereifer. In die Fresse, Übereifer. Kommt durch. Und es setzt Folterknecht ein, was glaube ich heißt, ich kann dieselbe Attacke nicht nochmal einsetzen. Was auch heißt, fuck you, ich bin raus. Tschüss. Hallo. Oh. Ja, das kannst du ja auch noch. Oh, bin ich jetzt in Gewissheit? Ich bin in Gewissheit Range. Gefällt mir nicht, geh weg. So, nix gibt's. Gut, ich geblade noch mal einen Drang und setz dich jetzt vor, weil, nee. Ich muss ja nicht dumme Sachen machen. So. Ein Drang für den nächsten Kampf. Weil wenn die Gewissheit hart trifft mit Step, nee. Nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht in meinem Leben. Fisch dich doch. Und dann kommt das Pokémon, was ich nicht effektiv treffe. Ja, gut. Und es hat Bedroher. Ja, nein, vielleicht, ja, vielleicht, nein, ja, vielleicht. Nein, dann gehe ich auf die Kaltklinge. Fuck you. Matsch. Kaltklinge ist eine schöne Attacke. Auch wenn ich alle Wasserattacken wegwerfen muss, weil später die drei... Oh. Weil später die drei VMs kommen. Surfer, Taucher und Kaskade. Was ziemlich geil ist. Ich meine, Taucher kann ich gut einsetzen, um den Gegner ein bisschen... um zu gucken, was der so macht. Kaskade hittet hart und Surfer hittet hart. Speziell. Alles geil. Und dann kann ich immer noch Schaufel haben. Keine Ahnung. Kann sein. Nein, nein! Jetzt holst du ja, ey. Fucking Hyperdrank. So, weg. Ah, da geht's ja schon hin. Heile ich mich nochmal, gehe nach oben und dann ist die Folge anscheinend auch schon vorbei. Krasser Shit, was habe ich denn gemacht? Ja, nix. Ja, nix. Scheiß Kiesling mit Felswurf, was soll denn das? Aua, meine Nase. Ich könnte jetzt auch bei den Anglern trainieren mit ihren scheiß Barschwas, aber... Ne! Fuck you, Barschwa. Ich mag die nicht. Ja, lauf mal, Vibe, ey, wow. Nicht okay. Hallo! Hi! Ich kriege jetzt den Bedroher wieder ab, aber das ist voll okay, weil ich habe die fucking Aquawelle. Kein Bedroher. Ja, egal, ich gehe trotzdem auf die Aquawelle. Ist safe. Und safe ist gut, habe ich gehört. Habe ich gehört, ja. Tschüss! War schön mit dir. Nein! Bei jedem Schritt! Ihr Arschköppe, ey! Ich will doch nur wieder dahin, wo ich die Folge angefangen habe, um sie zu beenden und im Grunde nichts gemacht zu haben. Bitte, bitte. Und ich will Blade nicht trainieren. Blade ist... Allerdings, solange Blade schneller ist, kann der Schaufler one-hitten. Aber ich will Blade nicht in Elektro-Arena-Kampf schicken. Das ist dumm. Das ist nicht cool. Aber ich lasse Blade jetzt draußen, weil die Wüstenpokémon nerven mich. So! Jetzt! Ja. So, nix gibt's. Nein, ich wollte auf X klicken. Danke. Da hat man doch jetzt noch mehr Tränen, oder? Ja, gut, aber ich würde sagen, falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren und wir sehen uns in der nächsten Folge. 20 Minuten, Terminus raus.
Und Schutz.